zum Thema Kosten und zum Thema NATO sind da noch erwähnt worden und Ihr Schlusswort bitte. Schauen Sie, dass das jetzige Bundesheer 2 Milliarden kostet und dass auch im jetzigen Bundesheer man vielleicht bei den Eurofightern ein bisschen was sparen hätte können und dafür in die Kasernen stecken. Da gibt's ja viel zu sagen, aber mir ist zum Schluss ein Punkt ganz wichtig. Nicht eine Partei wird gewählt am 20. Und auch nicht eine Partei gewinnt. Und es gewinnt weder der Herr Spindelegger noch ich. Sondern die Frage ist, gewinnt die nächsten Generationen? Weil so eine Entscheidung wird ja nicht in 5 Jahren rückgängig gemacht. Das sind die Kinder, die jetzt aufwachsen bei uns, die entweder 6 Monate dort abdienen müssen oder beim Zivildienst 9 Monate oder freiwillig sich für ein Sozialjahr entscheiden können, freiwillig sich für eine Profimiliz entscheiden können, freiwillig sich entscheiden können, auch den Beruf des Zeit- oder Berufssoldaten auszuüben. Um die Entscheidung geht es. Haben wir das Beste für unser Land, nämlich Profis, so wie es wir bei Ärzten, wie wir es in vielen anderen Einrichtungen wollen, und geben wir dieser Veränderung eine Chance, oder jammern wir weiter über ein System, wo wir nicht einmal wissen, wie die Änderung ausschauen sollte. Kurz noch. Wirklich eine ganz kurze Antwort. Zerreißt die Regierung? Ich habe schon gesagt, nein. Herr Bundeskanzler, zerreißt die Regierung nach dieser Volksbefragung? Natürlich nicht. Und ich finde es auch in Ordnung, wenn in einer Regierung einmal verschiedene Meinungen sind. Das muss man nicht verstecken, das kann man offen auf den Tisch legen. Die Bürger sind mündig genug, sich selbst eine Meinung zu bilden. Bevor wir die Sendung jetzt beschließen, schalten wir noch kurz in die ZIP 2 zu Armin Wolf. Was sind eure Themen?